Ja, dann begrüße ich ganz herzlich hier im Podcast Patrick Ranft. Herzlich willkommen. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, du bist ja mein Ukulele-Lehrer. Aber Genau. nicht nur mein Ukulele-Lehrer, ne? Du bist Richtig. ja grundsätzlich Ukulele-Lehrer. Genau, ich darf das tatsächlich Vollzeit machen. Das ist, war immer so ein bisschen der Wunsch von mir, das zu tun. Und habe jetzt vor 2 Jahren ungefähr, konnte ich mir das dann auch wirklich, ja, konnte ich den Plan umsetzen und das alles ein bisschen verwirklichen. Ja, super. Und ja, seit wann bist du denn Musiker oder überhaupt? Also Ukulele-Lehrer hast du gesagt, seit 2 Jahren. Genau, richtig. Seit 2 Jahren. Ich habe vor 12 Jahren in der Musikschule gearbeitet. Also nicht meine Musikschule. Und dann abends so ein bisschen neben dem Job Gitarre unterrichtet. Und hatte damals in Los Angeles habe ich meine Lehrerlizenz gemacht. Und Cool. dann durfte ich quasi in Deutschland unterrichten. Und darf man auch ohne Lizenz, aber mit Lizenz ist so ein bisschen, einfach ein bisschen cooler, wenn man arbeiten kann. Und ja, wie gesagt, das habe ich schon vor 12 Jahren habe ich damit angefangen, das nebenbei gemacht. Das ging erst 2, 3 Stunden die Woche und dann ist das immer so ein bisschen größer geworden. Und dann habe ich meinen normalen Job nebenbei immer ganz normal verfolgt. Aber ich habe immer gemerkt, das steht nicht so, nicht in so einem Gleichgewicht. Das Unterrichten, das war immer so ein bisschen, ja, der war immer ein höherer Punkt für mich. Gell? Ich habe mich immer, habe immer versucht, den Tag rumzukriegen und dann schnell in die Musikschule zu rennen, um das zu machen, was mir Spaß macht. Ja, Und schön. da Was hatte hast du ich. denn früher gemacht für einen Beruf? Also ich bin Dolmetscher. Ich habe in Australien habe ich Sprachen studiert und dann den Dolmetscher gemacht. Habe auch tatsächlich nie in dem Job gearbeitet eigentlich. Ein bisschen schade eigentlich. Aber das ist so, ich komme aus der Mitte von Deutschland, kleines Örtchen. Und als Dolmetscher muss man halt wirklich in die große, weite Welt raus. Nicht nur zum Studieren, sondern muss da auch wirklich bleiben. Und mich hat es wieder zurückverschlagen. Kann gar nicht so richtig sagen, warum. Es ging alles. Ja, jeder kommt dann irgendwann mal wieder zurück, glaube ich. Und entweder das passt dann oder das passt nicht. Bei mir hat es gepasst. So ist es dann auch geblieben erstmal. Ja. Und hast du früher mal ein anderes Instrument gespielt? Ja, ich glaube, der Klassiker. Also erstmal, als Kind kriegt man erstmal so eine Flöte in die Hand. Das ist ja so das, wo man, glaube ich, testet, ob der Mensch für Musik so ein bisschen gemacht ist vielleicht. Und das hat wohl geklappt, hat mich nur unglaublich schnell gelangweilt. Dann mein Vater spielt in einer Big Band seit zig Jahren. Und so bin ich dann zum Saxophon gekommen. Ah, echt? Ja, das hat mir Spaß gemacht, das war ganz cool, aber hat auch nicht so lange angehalten bei mir. Dann hatte meine Familie, mein Onkel, hatte, also kennst du das noch, Peter Steiners Theaterstadel von früher? Kennst du Nee, das gab's in Hamburg nicht. das noch? Das muss irgendwo von da unten sein. Ja, das ist sehr, 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 sehr süß. Genau. Irgend so eine Volksmusik-Sendung war das. Ja. Da gab es dann immer so eine Band, die im Hintergrund dann gespielt hat, Volksmusik gespielt und da hat mein Onkel mitgespielt, der hat da Klarinette gespielt. Und so kam dann auch die Klarinette so ein bisschen zu mir, weil auch meine Familie vielleicht nicht aufgeben wollte, mich so ein bisschen in die Richtung zu drücken. Aber auch das ist schiefgelaufen. Und dann kam meine Tante um die Ecke, also merkt schon, das ist eigentlich eine musikalische Familie. Ja. Dann kam meine Tante um die Ecke und drückte mir meine Gitarre in die Hand. Und ja, sie ging dann so als Gewinnerin aus der Sache raus. Cool. Hast ja schon mehrere Instrumente ausprobiert. Ja, genau. Also ich spiele auch heute noch gern Gitarre. Minimal so wie früher. Natürlich, weil sich bei mir alles auf die Ukulele konzentriert. Aber ich habe auch einen Bass zu Hause, den spiele ich auch sehr gerne zum Beispiel. Ne, also. Und warum liebst du gerade Ukulele? Naja, also du musst das ganz genau wissen, wenn du so oft nach Hawaii fliegst, gell? Das ist ja, du haust ja wirklich einmal in die Saiten und du bist ja schon im Urlaub. Also man kann natürlich da auch so ein bisschen plumper rangehen, ich weiß, aber wer einmal auf Hawaii war, der kennt natürlich dieses Feeling.
Und dass du einfach über den Strand läufst und eigentlich schon unbewusst nimmst du überall diese Klänge wahr. Ja, ob das jetzt irgendjemand ist, der da in der Ecke sitzt und spielt, ob du einfach im Supermarkt bist oder im Einkaufszentrum, du hast immer irgendwo entweder Live-Musik oder es kommt vom Band irgendeine fröhliche Musik. Ja, das stimmt. Und es ist immer so fröhlich irgendwie, ne? Genau, dieses Fröhliche ist halt mal das Hauptschlagwort eigentlich für mich, gell? Also mit Gitarre hatte ich auch Spaß und mit den ganzen Schülern, die ich hatte damals. Aber da ist einfach, habe ich über die Jahre so gemerkt, bei den Menschen so ein anderer Sinn dahinter. Es ist immer so ein bisschen mit Druck verbunden und alles muss hundertprozentig sauber sein und das machen, weil dann geht's schon los. Jetzt merke ich halt bei meinen Schülern, die wollen das einfach machen. Die haben gar kein Ziel so richtig. Die wollen sich einfach ein bisschen begleiten. Und wenn hier und da mal ein bisschen Ton schnarcht, ist denen das auch erstmal egal. Und das ist so schön. Weil Ziel ist nicht, irgendwas vorzuführen, irgendwas aufzunehmen, irgendeine Prüfung zu bestehen. Ziel ist einfach, sich selber zufrieden zu machen damit. Ja, das stimmt. Und das geht meiner Meinung nach sehr schnell mit dem Instrument. Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich nicht nur die Musik, die mich fasziniert, sondern dieses komplette Paket drumherum. Ja, das stimmt. Mich fasziniert die ja auch, die Lele. Das stimmt, das ist genau wie du sagst. Auch die tröstet einen auch so. Ne? Wenn es einmal nicht gut geht, dann nimmt man die in die Hand und klimpert ein bisschen und dann ist man so schon ein bisschen getröstet da. Ja, oder auch fröhlicher gestimmt einfach. Ja, ne? nach Hawaii gebeamt. Ja, nach Hawaii gebeamt, auf alle Fälle. Ja, so kann man das ja, glaube ich, sagen. Ja. Du hast ja etwas, oder nennst ja deine Schule Ukulele in 12 Wochen. Ja. Vielleicht magst du da mal etwas drüber erzählen. Genau, gerne. Also die Ursprungsidee kam aufgrund der Erfahrungen, die ich früher gemacht hatte aus der Musikschule, wo ich war. Also die Musikschule, wo ich gearbeitet habe, war in Marburg. Also sehr viel Durchlaufverkehr, weil es eine Studentenstadt ist. Und die Schule hat immer nur Verträge angeboten, feste Verträge. Und dann war man erstmal 6 Monate fang, in Anführungszeichen. Und dann konnte man die Kündigung schreiben. Also war man eigentlich 9 Monate fest, bis man rauskommt aus dem Vertrag. Und ich habe über die Jahre immer beobachtet, dass die Leute keine Verpflichtungen mehr wollen, also nicht mehr dieses Feste. Und ich verpflichte mich jetzt für die nächsten 9 Monate irgendwas zu tun. Und so kam das dann auch mit der Zeit, dass einfach viele den Vertrag gar nicht unterschrieben hatten, weil die haben ja gesagt, ich weiß ja gar nicht, was im halben Jahr ist. Und da war ordentlich Online-Unterricht, war da halt auch noch nicht Thema damals. Alles vor Covid. Und das ist bei mir sehr hängen geblieben, weil Musik machen ja was Schönes sein soll, was zufrieden macht. Und ich habe einfach gemerkt, so ein fester Vertrag macht keinen mehr zufrieden heutzutage. Und deswegen habe ich versucht, so eine Begrenzung zu schaffen, wo du wirklich nach diesen 12 Wochen, also wenn du die Stunde jede Woche nutzt, sind die 12 Wochen vorbei. Es gibt natürlich, wie du weißt, auch jedem die Freiheit, kannst auch 2-mal die Woche Unterricht haben oder 1-mal im Monat, völlig jedem selbst überlassen, ne, sodass ich in jeden Alltag irgendwie so ein bisschen reinpasse, ne, mit dem Unterrichten. Und ja, nach dieser Zeit ist dann erstmal rum. Und man hat dann einfach die freie Wahl, ja, hey, möchte ich noch eine Runde drehen? Oder ist man zufrieden? Dann hört man auf. Man ist auf jeden Fall dann sofort frei, nicht mehr gebunden. Ja, ich finde das auch toll. Und 12 Wochen ist natürlich auch auch nicht so willkürlich gewählt. 12 Wochen ist natürlich so ein Punkt, wo man erfahrungsgemäß einiges erreichen kann in dieser Zeit. Wenn man übt. Ja, das stimmt. Ja, also ich kann das nur empfehlen. Es ist echt super und bringt echt immer voll Spaß. Es ist immer voll ein Highlight. Echt immer super. Ja, schön, freut mich. Ja. Du hast ja auch den Bezug zu Hawaii, hast du ja auch gesagt, und weiß ich ja auch. Und wann warst du denn das erste Mal dort? Das erste Mal 2010 waren wir das erste Mal da. Das war eine ganz spontane Aktion, war das, dass ich meine Frau damals kennengelernt habe. Und
hatten uns auch irgendwie über Ukulele unterhalten, weil sie auch angefangen hatte, so ein bisschen Gitarre zu spielen damals. Und wir hatten so ganz nebenbei mal gesagt, geil, dann können wir mal Ukulele spielen auf Hawaii. Und dann hat das alles so gepasst und mal einfach mal gebucht. Und sind dann hin und haben dieses typische Inselhopping gemacht. Und ja, das hat uns so umgehauen, Hopping, und wir haben es so bereut, dass wir es nur für kurze Zeit gemacht hatten. Also eineinhalb Wochen waren wir da. Und viel zu kurz, um das alles zu sehen, zu genießen. Und dann hatten wir schon gesagt, hey, wenn wir mal heiraten, dann. Jo, ein Jahr später war es dann auch wieder auch soweit. Ja, und auch haben wir dann auf Maui geheiratet. Oh, echt cool. Ja. Und also richtig klischeehaft am Strand, am Makena Beach. Echt? Schön. Geheiratet, ja. Und also das war super schön mit katastrophalen Geschichten auch verbunden. Ja? Wir hatten so ein, also die Schwiegereltern waren dabei. Und wir hatten einen Tag vorher, haben wir gesagt, ey, wir zeigen euch mal die Road to Hana. Und es ist eine Rundfahrt über die eine Inselseite. Und das ist halt, wenn man sich Zeit lässt, schon ein Tagesausflug. Und dann kamen wir zurück und plötzlich war die Straße gesperrt und wir wussten nicht, was so ist zu unserem Hotel. Oh nein. Und dann haben wir, sind wir ausgestiegen aus dem Auto und haben schon gerochen, irgendwas stimmt hier nicht, gell? Hat neben unserer Unterkunft der komplette Berg gebrannt. Das waren 4.000 Quadratmeter waren das, die einfach in Flammen standen. Nein. Und wir kamen nicht mehr in unsere Unterkunft. Okay. Und plötzlich hat mir WLAN irgendwo eingehackt und Stylist und alle hatten geschrieben und abgesagt und das Hochzeitskleid meiner Frau hing ja alles in der Unterkunft. Ne? Mhm. Wir haben statt morgens um 5 da, bis das Feuer im Griff war. Und dann konnten wir erst rüber. Ja, und die Hochzeit war morgens um 8. Nein. Also. Und hat aber alles noch anscheinend geklappt. Ja, genau. Also hat alles geklappt. War scharf. Aber halt nicht ausgeschlafen. Aber das ist ja dann immer ein ganz gutes Omen. Ja, ich meine, wer den Stress überlebt, ja. So, wer sich auch in dieser Situation nicht schafft, das super. So die erste Probe. Was hat dich denn auf Hawaii so geflasht? Was genau war es? Viel, sehr, sehr viel. Also als wir das erste Mal da waren, kannte ich ja die Menschen noch gar nicht. Ja, oder ich kannte ja so überhaupt gar nichts. Und es ist allein schon diese, weißt du, was ich meine, diese flauschigen Berge. Mhm. Du hast überall schöne Berge auf der Welt, aber auf Hawaii sind die einfach so kuschelig. Ne? Das stimmt. Okay. Und es ist alles grün, diese kräftigen Farben und diese Verbindung, diese Farbkombination, die du da hast. Wenn du einer meiner Lieblingsorte ist Shark's Cove auf Oahu. Zum Beispiel da gibt es eine einzige Stelle, die wirklich von den Farbspielen her traumhaft ist, dass du den Berg im Hintergrund hast, wirklich den weißen Strand, dieses tolle blaue Wasser und diese Palme, die so schräg darüber ragt. Mhm. Also dieses typische Postkartenbild. Und das ist ein Ort, wo ich mich auch fast täglich zurückgezogen habe und einfach mal mich da hingesetzt habe, mal eine halbe Stunde für mich war oder auch Musik gemacht habe. Und ja, diese Farbkombinationen, die machen einen ja auch zufrieden. Und die habe ich nirgendwo so kräftig erlebt. Wie heißt der Ort nochmal? Sag nochmal genau bitte. Oder der Strand? Shark's Cove ist das. Shark's Cove. Pupukea. Ach, in Pupukea. Ist, an der North Shore. Ich überlege gerade, ob wir da neulich waren. Also im Januar. Meine Tochter und ich. Aber ich weiß gerade. Weil da waren auch so spezielle Farben. Ja, du warst ja fast aus wie in der Karibik. Genau, genau. So, wie also, so ein Karibikstrand oder so. Richtig, genau. Du warst ja in Haleiwa. Ja, genau. Und 10 Minuten von Haleiwa weg, so ein bisschen nördlich, kommt dann Pupukea. Heißt der. Kann sein, dass wir da waren. Ich weiß nicht mehr genau, aber wir waren da an so einem Strand, wo das so wirklich so ein bisschen so Karibik-Flair hatte. Ja, genau. Und diese Shark's Cove, einfach so ein kleines, so ein kleines vorgelagerte
Steinformation, wo man halt wirklich so ins Meer gehen kann, aber man ist trotzdem nur bis zur Hüfte im Wasser und kann dann ganz toll schnorcheln. Und das Schöne ist, die Fische kommen halt unten vom Meer rein und bewegen sich da einfach ein bisschen und können einfach jederzeit wieder raus, aber man kann trotzdem alles sehen. Und ab und zu taucht auch mal ein Hai auf, deswegen Sharks Cove. Ja. Ja, cool. Sehr schön. Was ja, hat das? Ja, abgesehen davon, von den Farben, ich mag auch so ein bisschen dieses Aloha-Feeling. Ich mag das, wenn jemand Aloha sagt zu mir. Ich finde, irgendwie gibt mir das schon was. Ja. Ja. Also für mich ist es genauso. Kannst du dir vorstellen, da zu leben? What? Ne, hätte ich die Wahl, ich müsste eine Sekunde überlegen, dann wäre ich sofort da. Mm, mm. Ja. Leider so ein bisschen die utopische Vorstellung. Ja, warum? Warum? Also damit fängt ja alles an, mit der Visualisation, ne? Oder Visualisierung. Ja. Dass man sich das vorstellt und dann kann das Universum schon irgendwie machen. Ja, das mag sein. Aber das Universum muss das Konto ganz schön füllen. Ja, das stimmt. Oder du musst da Arbeitsplätze schaffen. Oder so, genau. Also wir hatten uns da mal wirklich umgeschaut, auch nach Grundstücken. Aber das sind wirklich Wahnsinnspreise. Und man möchte, wenn man schon dahin geht, möchte man ja auch schön wohnen natürlich. Mm, ja, klar. Nicht irgendwo hinterm letzten grünen Berg. Das bringt ja auch nichts. Also es sind ganz andere Beträge, die man natürlich von hier kennt. Ja, klar. Ja. Auch Lebensunterhaltungskosten oder allein Essen kaufen. Und ja, alles eine andere Nummer als hier. Ja, aber es ist schon toll. Also ist schon, könnte ich mir auch vorstellen. Und wüsstest du auch auf welcher Insel? Die Oahu ist ja die einzige Insel, wo man eigentlich ordentlich arbeiten kann. Ja, ich finde Kauai eigentlich am schönsten. Okay. Mhm. Von der Natur her. Das hat mich so am meisten gepackt, weil es einfach noch so ein Stück grüner ist als alles andere. Also diese ganze Schönheit, die es auf den einzelnen Inseln gibt, ist auf Kauai verbunden. Finde ich. Und diese Wanderwege, Napali-Küste, also das sind Sachen, die habe ich nie vergleichbar gesehen, irgendwo auf der Welt. Und nur, man kann auf der Insel halt nichts machen. Es gibt eine Straße um die ganze Insel, man kann da nichts anfangen. Ja, das ist klar. Maui fast genauso. Und Oahu mit dem Stadtkern, mit Honolulu, Waikiki, ist halt, das würde ich eigentlich die einzige Möglichkeit sehen, da auch beruflich was zu machen. Also ist ja auch so, ich gebe ja da auch Auftritte und Jobs auch vorbei. Ja. Und das auf den anderen Inseln wäre das gar nicht. Mm. Da sollte doch was gehen eigentlich mit einer Ukulele, mit dem Ukulele-Unterricht. Ja, ich meine, wie du dir vorstellen kannst. Und Auftritte. Ja, aber wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, da gibt's bestimmt noch einen zweiten oder einen dritten Lehrer. Ja, das kann sein, aber es ist nicht so einfach, da welche zu bekommen. Also nicht so einfach. Das stimmt. Da gehst du, ich bin auch mal in einen Laden gegangen in Honolulu und aber dann zeigen die dir mal kurz was, also so ganz kurz nur paar Griffe und das war's dann irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es da wirklich. Ja. Warum, wird's ja wohl andere Lehrer auch geben, die ganz gut sind. Genau, also du hattest dich wahrscheinlich so ein bisschen als Touristin geoutet. Ja, wahrscheinlich. Das war der Grund. Das heißt, die drei Klassiker gezeigt bekommen. Ja, genau. Und dann war's das. Ja. Genau, also ich habe ja mit den Jahren habe ich ja die ganzen berühmten Musiker da kennengelernt. Und die geben alle Unterricht. Und ich weiß halt auch die Preise, die nehmen. Ja. Also es sind halt auch so Preise, die sich die Hawaiianer eigentlich gar nicht so leisten können. Also wenn du es jetzt mit meinen Preisen vergleichst, also eine Stunde kostet da so viel wie mein 3-Monats-Ticket. Mm. Ja, also das ist eine ganz andere Nummer. Mm. Mhm. Ja.
Na gut, also ich glaube, wenn man was will, dann kann man das irgendwie hinkriegen. Ja. Irgendeine Lösung wird es dafür geben. Also wenn man wirklich was will, ne? Wenn man richtig fokussiert ist auf eine Sache. Wenn du richtig fokussiert bist, dann glaube ich, würde das funktionieren. Genau. Ja. Genau. Du hast ja auch eine wunderschöne. Oh, jetzt bin ich heiser. Jetzt habe ich meine. Die du hast gar nicht da. Diese tollen. Tollen Tabletten da, um den Hals geschmeidig zu machen. genau, du hast ja auch gerade eine wunderschöne CD mit Charlie Fischer, heißt sie, ne? Ja, genau. Erschaffen, also herausgebracht. Und ja, das ist ja diese hier. Vielleicht magst du darüber mal was sagen. Also ich finde sie ja super toll. Kleine Werbung. So. Genau. Das ist übrigens, ist auf der Zeichnung nicht so farblich gut wiedergegeben, aber das ist die Nepali-Küste vorne drauf. Ja. Und also normalerweise ist der Berg grün. Wie gesagt, auf der Zeichnung kam das nicht so an. Ja. Aber das ist genau der Ort von da oben, wo man da runterguckt und den besten Blick hat. Ja, deswegen ist uns das wichtig. Charlie war letztes Jahr das erste Mal auf Hawaii erst. Aber die hatte schon vor... seit Jahren, also sie kommt aus von den Philippinen und ist dann ist irgendwann in die Schweiz dann gegangen und da hat sie dann auch geheiratet und lebt in der Schweiz und aber diese Verbindung zu Hawaii war sofort da bei der und sie spricht auch Hawaiianisch. Und wie kommt, lernt wie kommt das? Wie kommt sie, das dass sie hat das, Unterricht das? Bei also sie hat Unterricht bei einem Hawaiianer, einem bekannten Musiker. In der Schweiz? Und der gibt auch also Online-Unterricht. Ach so, Hat sie. Ja. Genau. Und macht sie immer einen Zoom mit Hawaii. Und dann nimmt sie Ukulele-Unterricht bei einem bekannten Musiker und der ist aber ein typischer Einheimischer und der unterrichtet tatsächlich auch die richtige hawaiianische Sprache. Wie cool, ey, ich bin ja begeistert. Das ist ja mega. Also ich bin ja begeistert. Klar kann man heutzutage so hawaiianisch lernen. Also ich wollte es auch mal lernen und habe mir gedacht, hier gibt es keinen, der hawaiianisch unterrichtet. Nirgendwo kann man hier hawaiianisch lernen. Klar geht das jetzt so. Das ist natürlich toll. Mega. Genau. Bisschen verrückt mit 12 Stunden Zeitverschiebung natürlich. Mm. Aber wenn wir auf Hawaii sind, wir waren letztes Jahr 3 Monate da. Und da habe ich auch gearbeitet, ganz normal. Ich habe ja ganz normal Unterricht gegeben und da ich den Schülern keine Nachtschicht aufdrücken wollte, habe ich das natürlich dann gemacht. Oder bin morgens um 4 aufgestanden und habe dann unterrichtet. Und jeder hat mich irgendwie bemitleidet wegen der Uhrzeit, aber ich sagte, es gab nichts Geileres, als auf Hawaii am Strand in den Sonnenaufgang zu unterrichten. Mega. Also großartig war das. Mega. Und und ja, mit dem Unterricht, also mit dem Hawaiianisch, das hat sich dann so angeboten bei denen und es ist natürlich super schwer zu lernen, weil es halt für Europäer natürlich eine rote Sprache ist. Eigentlich, also wo willst du das hier anwenden? Ja, ist ja so schwer auf Hawaii überhaupt richtig Hawaiianisch zu reden, weil alles Englisch ist. Ja. Und ja, so hat sie sich das auf jeden Fall angeeignet. Und weil sie das auch bei ihrer Musik wiedergeben will, weil sie ihre Texte ja auf Hawaiianisch singt. Und das hat sie immer so ein bisschen für sich gemacht. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen in der Corona-Phase auch, weil da jeder diese Collabs gemacht hat, dass man wie was einspielt und dann spielt spielt das eine, setzt man das zusammen und dann hat man so ein Lied zusammen gemacht, obwohl man sich nie live gesehen hat. Und da hatten wir angefangen und es hat so Spaß gemacht und dann wurde das so eine Regelmäßigkeit und dann kam jetzt für das Festival, was letztes Wochenende war, das Aloha für Allgäuer Ukulele. Auch eine ganz putzige Idee. Dafür hatten wir dann die CD gemacht zur Release-Party. Also die kam eigentlich jetzt erst raus. Du hast sie, glaube ich, schon seit 2 Wochen. Ja,
Cool. Ja, und das Festival war auch ganz gut, Ja. ne? Ja. Ja, Mega. abgesehen vom Wetter war das wirklich gut. Ja. War ein ganz tolles Panorama. Außen mit den ganzen Bergen und schneebedeckte Berge noch. Aber war halt verregnet. Deutschlandwetter leider. Ja, aber Ja. ansonsten war es schön. Super. Ich denke, ich lese jetzt mal einen Daily Reminder vor. Du weißt ja, das mache ich ja immer mit Leuten. Lese immer ein Teaching, wie wir sagen, oder Daily Reminder von unserer Lehrerin vor, was wir ja immer bei uns hier im buddhistischen Zentrum jeden Tag bekommen. Und ich habe jetzt mal eins rausgesucht, das ist vom 10., nee, Quatsch, vom 19. Februar 2022. Ich lese das jetzt einfach mal vor und dann gucken wir mal, ob uns was dazu einfällt. Also, Daily Fragrance of the Lotus Flower by Jigwang de Popsanim. 10.847, 19. Februar 2022, Lotus Buddhist Monastery. Es gibt ein geläufiges Sprichwort, das besagt, dass wir unseren eigenen Erfolg blockieren. Dies liegt daran, dass unsere eigenen Gedanken in unserem Verlangen nach Erfolg und dem Erreichen unserer Ziele immer zu zweifeln beginnen, ob wir das, was wir uns zu tun vorgenommen haben, erreichen können oder nicht. Oder ob unser Geist zu gierig und egoistisch ist. Solche unsicheren Gedanken behindern oder unterbinden in Wirklichkeit sogar das, was wir wirklich erlangen wollen. Oder sie können uns sogar zu eigenwilligem und unfokussiertem Denken in verschiedene Richtungen bringen, was uns letztendlich unsere ursprünglichen Pläne aufgeben lässt. Deshalb verschwenden wir mit solchen verwirrten und zerstreuten Denkprozessen nur unsere Zeit und sind nicht in der Lage, unsere Visionen und Ambitionen zu erreichen. Zur Illustration. Mein Wunsch, also de Popsenems Wunsch, war es immer, dass Flugzeuge auf die schnellste Art und Weise nach Hawaii fliegen können. In weniger als 5 Stunden. De Popsenem denkt, dass de Popsenems Wunsch wahr werden wird, da die wissenschaftliche Welt bereits den Hyperloop entdeckt hat, mit dem wir in einer Stunde von Paris nach Hawaii reisen können. Deshalb hofft de Popsenem, dass de Popsenems Wunsch bald wahr werden wird. Jedoch dauert es sehr lange, bis die Gesellschaft als Ganzes von diesen Arten von Erfindungen profitieren kann. Dennoch kann es eines Tages der Fall sein, dass sie alle in einer Stunde von dort, wo auch immer sie sich befinden, nach Hawaii reisen können. Das wäre in der Tat sehr schön, nicht wahr? Ebenso können wir heutzutage, wenn wir uns in das Metaversum begeben, Menschen mit unseren wahllosen Gedanken und Ambitionen verblüffen. Wenn wir jedoch Ausdauer haben und warten, können wir unsere eigenen guten Kreationen finden und sogar ein gewisses Einkommen erzielen. Wir müssen erkennen, dass dies die vierte industrielle Revolution ist und deshalb sollten wir uns von ihren Entwicklungen nicht verwirren lassen. Die korrekten Funktionen und Aufgaben als Praktizierende bestehen darin, den Geist immer in den drei Juwelen Buddha, Dharma und Sangha verankert zu halten, sodass unser Geist dauerhafte und belastbare Stabilität erlangt und wir nicht verwirrt werden. Dies zu erreichen erfordert von uns eine enorme Ausdauer zu haben und das Leben immer in Fülle und Wohlstand zu führen, wobei wir unentwegt das Mantra wiederholen. Wir müssen auch alle Situationen beobachten, die uns, nee. Wir müssen auch alle Situationen beobachten, die in unserem Leben entstehen, da uns dies ermöglicht, viele Erkenntnisse zu haben. Auch auf unsere Gesundheit sollten wir stets achten, was bedeutet, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, unsere Niederwerfung und die Kisong-Übungen machen müssen. Es ist unerlässlich, dass wir mindestens einmal am Tag ruhig in Meditation sitzen, um mit uns selbst zusammen zu sein, uns in Selbstwahrnehmung zu üben und unsere Wahrheit zu sehen. Es ist dann offensichtlich, dass uns eine solche Routine der täglichen Praxis äußerst sicher machen wird, um nicht durch irgendetwas beschmutzt zu werden, sondern stattdessen das Leben weise zu führen. Vielen Dank, der Popsanin. Ja.
Ja, ich finde, das ist, also vielen Dank, Popsam. Ich finde, das ist eine schöne Aussicht, dass man eines Tages in einer Stunde von Europa nach Hawaii fliegen kann. Das hatte Popsam auch mal gesagt. Also es ist jetzt schon ein Jahr und ein paar Monate her. Da hatte Popsam das mal zu uns gesagt, ne, dass das es nicht mehr lange dauert. Also vielleicht 2025, mal gucken, dass man dann so schnell darüber fliegen kann, ne? Wie auch immer das passiert, ne? Hyperloop. Ich habe es dann auch mal recherchiert, ne? Was das eigentlich ist. Ja, das wäre im Vergleich zu den jetzigen 30 Stunden fast, die von Tür zu Tür unterwegs ist. Wäre schon enorm. Ja, allerdings. Ja. Ja, und dann steht da natürlich noch drin, auch am Schluss dann eben, wie wichtig, also für uns jetzt als buddhistische Praktizierende, ne, wie wichtig es ist, eben diese Niederwerfung zu machen morgens und die Kisong-Übungen. Kisong-Übungen sind ja auch so Körperübungen, ne, dass das alles sehr wichtig ist und dass es auch wichtig ist, ja, dass man einmal am Tag wenigstens meditiert. Ist ja auch egal, wie man es macht und mit welcher Methode. Und auch ich finde auch, Ukulele spielen ist ja auch eine Art Meditation, wenn du da richtig so drin bist und auch das, wie du neulich gesagt hast, das immer so wiederholt, also praktisch wie ein Mantra, das immer wiederholt, ne? Dann gehst du ja auch in so einen gewissen Zustand, wo du in der Meditation bist. Genau. Und ich bemerke auch immer mehr, dass das immer mehr so am Kommen ist. Ja. Ja, mit dem Mantra, Mantrin, Mantras. Ja, ich glaube, man kann beides sagen. Okay, gut, dann war ganz falsch. Also ich habe schon ein paar Anfragen bekommen, wo es wirklich nur um dieses Thema geht. Ja. Ja, spielen. Das fand ich ziemlich spannend, weil ich mit dem Buddhismus noch nie so in Berührung gekommen Ja. bin. Ja, das ist die, was du vorliest, ist natürlich spannend und ganz klar mit den Gedanken, die alles blockieren. Ich hab schon relativ früh gelernt, ziemlich groß zu denken, dass man einfach auch von seinen Gedanken her nicht Step by Step ist, sondern auch direkt Ja. an das Endziel geht, damit einfach fällt einem der Weg einfach nicht so schwer dahin. Und man kommt auch gar nicht auf die Idee, unterwegs zu sagen, nee, jetzt bin ich da und es reicht jetzt auch. Nee, man muss schon. Naja, man sollte sein Ziel kennen und sein Warum, ne? Also Genau. so auch, ne? Richtig. Genau, also es muss auch dann dahin gehen, was man sich vorgestellt hat. Ja, naja. Ja, und Meditation ist auch immer, ist ganz gut. Also was ich auch immer feststelle, wenn ich meditiere, dass die Kreativität immer angeregt wird. Also du gehst ja praktisch in die Stille Ja. und dann bist du ja sozusagen resettet, ne, auf dem Nullpunkt sozusagen resettet. Und dann kann auch Weisheit kommen, können Ideen kommen, dann kann Kreativität kommen und dann Lösungen auch für gewisse Dinge, ne? Und das ist eben ganz gut, das zu machen. Ne? Machen ja auch immer mehr Leute heutzutage auf die eine oder Ja. andere Weise, ne? Genau. Ich habe jetzt vorgestern erst, habe ich mir mal so eine kleine Map für mich persönlich gemacht, wo ich immer so Bilder drauf gemacht habe mit allen Sachen, wie ich mir das Leben, keine Ahnung, in den nächsten Jahren vorstelle. Und dann ist auch ein Bild einfach da, dass ich wirklich einmal am Tag, ich stelle es mir immer morgens vor, wirklich mal eine halbe Stunde Zeit habe, um mal so in mich reinzugehen, ob es jetzt Yoga ist oder Meditieren ist, völlig egal. Ne? Aber einfach mal so, dass du den Tag beginnst mit der nötigen innerlichen Ruhe. Ne? Ja, das ist viel wert, ne? Dann startest du Genau. den Tag auch ganz anders gerade. Ja, Also der Tag beginnt ganz richtig. Das anders ist dann, jetzt ne? noch nicht. Genau. Es ist jetzt noch nicht so umsetzbar beim aktuellen Plan oder beim aktuellen Ablauf. Oder ja, müsste ich um 4 aufstehen, glaube ich. Aber das ist auf meiner visuellen Liste drauf. Agenda. Ja, genau, richtig. Ja, vielleicht magst du mal eine kleine Kostprobe vorspielen auf deiner Ukulele. Ja, gerne. Gerne, mache ich das. Genau, da musst du nach oben, glaube ich, Musiker einstellen, ne? Ja, habe ich schon. Hast du schon, Genau, gut. genau. Hast du einen Wunsch oder soll ich Nee, den Klassiker mit Over the Rainbow spielen?
Ja, den lieben die Leute ja auch immer. Ich liebe ja auch Island Style, beides. Aber klar, nur kurz, sonst würden wir hier rausgeschmissen werden. Gut. Ja, also kurz dazu sagen, ich kann überhaupt nicht singen und ich werde es auch jetzt nicht tun. Ich auch nicht. Ja. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen darauf spezialisiert, einfach die Gesangsmelodie in die Akkorde einzubringen. Das nennt man Chord Melody, nennt man das Thema in der Musik. Und das ist halt dieser einfach diese schöne Atmosphäre, die man haben kann, wenn man dann am Strand sitzt und das spielt. Ja. Und jeder kennt das Lied. Jeder kennt das Lied auch ohne meine Stimme ertragen. Ja, ja, genau. Du hast übrigens eine super, super schöne Ukulele da, ne? Das ist ja wirklich ein Kunstwerk. Ja, auch aus Hawaii. Ja, mega. Das ist ein Künstler aus Big Island. Ja, Wahnsinn. Richtig, richtig schön. Und das sind ja alles Einzelstücke, die er macht. Und, ja. Ja, hat auch den Preis tatsächlich, aber es lohnt sich und wenn man Hawaii-Fan ist, ist man natürlich besonders froh, wenn man sowas ergattern konnte. Ja, gut, also Somewhere Over the Rainbow, kurze Kostprobe. Ja. Super schön, super schön. Ja, war natürlich nur kurz jetzt, aber das ist so. Ja, ja, aber mega. Ja, allein die, das reicht mir schon, um mich gedanklich einfach so dahin zu katapultieren. Ja, 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 ja. Genau. Genau. Ja, dann kommen wir doch mal zu. Also. Was kommt jetzt? Ja. Ja, wie ich dich eigentlich oder dich gefunden habe, ne? Das war ja so. Also eigentlich habe ich dich aber nicht gesucht, ne? Aber ich habe dich ja im Fernsehen gesehen. Ja. auf Hawaii. Manu Reimann. Ja. Ne, die Aussteiger. Ne, Manu Reimann und wie heißt er noch? Conny Reimann, ne? Ja. Genau. Und dann hat angefangen, Ukulele zu spielen, Ukulele zu üben und war noch so ganz am Anfang und dann hast du dich irgendwie von Deutschland aus gemeldet oder von Hawaii aus, weiß ich nicht, und hast gesagt, das kriegen wir besser hin, ne? Und dann hast du sie als Schülerin gehabt, ich weiß ja nicht, ob du sie immer noch hast, weiß ich nicht, ne? Und daher kannte ich dich, also da habe ich dich gesehen. Dann habe ich aber hier in Hamburg eine Lehrerin gesucht oder einen Lehrer gesucht, eine Schule gesucht, wollte bei einer Schule hier in Hamburg Unterricht nehmen und die Anmeldung klappte irgendwie nicht. Ich wollte es abschicken und es klappte einfach nicht, ne? Ich dachte, okay, es klappt nicht. Mann, ich habe jetzt schon so viel probiert. Okay, dann vielleicht gucke ich doch noch mal weiter. Vielleicht soll es woanders sein, ne? So, und dann habe ich geguckt und geguckt und mit einmal denke ich, hä? Das ist doch der von Manu Reimann. Und dann frage ich doch mal, ne? Ja, und dann klappte das. Ja, auch. Ging ja auch relativ flott, gell? Ja. Ja, jetzt sitzen wir hier. Das war super. Das war super. Ja. Das war richtig gut, ja. Ja, also das war schön damals tatsächlich. Also ich hatte die Manu im Fernsehen gesehen. Ja. Und wie sie eine, ich glaube, es war zum Geburtstag, glaube ich, hatte Conny ihr eine Ukulele geschenkt. Ja. Und dann hatte sie im Fernsehen, wollte sie ganz stolz vorspielen, was sie schon gelernt hat. Das ging halt so. Die Folge. Ja. Ich bin ja ein Fan von den beiden, muss ich sagen. Ne? Ja, also da war noch ein bisschen Platz nach oben, würde ich mal so sagen. Und dann dachte ich, komm her, ich biete einfach mal meine Hilfe an. Und ich war mir auch, eigentlich war mir klar auch, dass sie antwortet. War mir, irgendwie hatte ich das im Gefühl. Und als ich dann aufgrund der Zeitverschiebung, bin ich am nächsten Tag aufgestanden und hatte dann auch schon eine E-Mail drauf, eine Antwort. Und
Ja, auch schon mit Terminvorschlag. Und dann wieder eine Woche später war es dann auch schon soweit. Warst du da in auf Hawaii oder warst du in den 3 Monaten? War das in diesen 3 Monaten oder warst du in Deutschland? Nee, das war schon lange vorher schon. Also wir hatten auf Hawaii, hatten wir quasi unser Einjähriges. Ah, okay. Ja, und also so lange hatten wir dann jeden Freitag einen Zoom. Und wo wir dann auch nicht nur Ukulele gespielt haben und auch wirklich gut kennengelernt haben. Also ich hatte erst eine halbe Stunde normalerweise immer geblockt, kennst du ja. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, nee, da müssen wir eine Dreiviertelstunde draus machen. Und irgendwann hatte ich mir dann den kompletten Vormittag freigenommen, weil es einfach auch so witzig war, mit der zu reden. Ne? Dann hat sich das so entwickelt, dass wir eine Viertelstunde gespielt haben und einfach 3 Stunden gequatscht. Also, aber wirklich so, dass das keine Sekunde langweilig war. Es war wirklich angenehm. Und daraus ist dann auch wirklich eine Freundschaft entstanden. Ne? Und nochmal auf die Geschichte davor zurückzukommen. Sie sagte dann irgendwann mal so völlig im Nebensatz, dass Conny ja auch Paare verheiratet. Ja, richtig. Ja. Und dann, und dass das Fernsehteam dann kommt, und da habe ich gedacht, geil, wir sind zum selben Zeitpunkt eigentlich auf Hawaii. Sogar 3 Monate waren die 3 Monate, die geplant sind. Und ich dachte, ja komm, also es war damals traumhaft, meine Frau zu heiraten auf Maui, und dachte, ja, es gibt Schlimmeres, als es einfach nochmal zu tun. Und dann haben wir das auf Oahu dann nochmal gemacht. Mit Conny? Der Conny hat uns getraut. Nein, das wusste ich ja auch gar nicht. Das ist ja der Hammer. Ja, nee. Das wurde dann auch gefilmt. Und wie auch cool getraut. Ist das denn? Nee, das habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee, das habe ich nicht. Ich habe gesehen, dass ein Paar verheiratet, aber das war ein anderes befreundetes Paar. Genau, das war bei denen in Aula, bei dem Beachhaus. Da war ich der Ukulelenspieler, da habe ich die... Ja, genau. Genau, das habe ich gesehen. Aber also euch habe ich nicht gesehen, als dass er euch verheiratet hat. Ja, wir kamen, ich weiß nicht, wie viele Folgen davor. Oder war die Staffel davor war es, glaube ich, sogar. Ah ja. Ja. Nein, wie cool. Und das ist richtig, richtig schön, weil wir hatten die ganze Zeit überlegt, wo machen wir das denn auf Hawaii? Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeiten gibt. Es gibt ja zu viele Möglichkeiten. Ja. Das machen kann. Ja, ja. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, dass wir einen schönen Ort finden. Und das Witzige war, der perfekte Ort war einfach bei uns vor der Tür. Direkt. Einfach. Wir hatten halt wirklich ein schönes Häuschen da gebucht für die Zeit. Wir hatten den Strand direkt vor der Tür, wo wir, wenn du ein bisschen nach links guckst, ein wirklich schwarzes Lavafeld. Und neben dem Lavafeld ging der Strand, ich glaube, 14 Kilometer die komplette North Shore hoch. Also freie Sicht auf alles. Ne? Und da hatten wir dann hat das dann auch stattgefunden. Cool. Und Conny hat dann mit seinem gelben Schulbus die ganzen Utensilien dann rangebracht und diesen Arch. Wie heißt das auf Deutsch? Bogen. Genau. Bogen. Richtig. Hat er dann aus Bambus gebaut. Und Manu hat dann noch mit Blumen verziert. Dann hatten wir uns vorher ein paar Mal schon getroffen. Wo er dann, also ich hatte ja nur zum Manu hauptsächlich Kontakt, Conny immer nur ab und zu. Und dass Conny uns dann auch besser kennenlernt, hat er dann so einen kleinen Text verfasst. Ja, und dann war das so. Mega. Ja, also das war witzig. Also wenn ich da jetzt zurückdenke, das ist echt wie das eine dann zum anderen kommen kann. Also ganz witzige Art. Ja, mein Mann und ich haben ja auch auf Hawaii geheiratet. Ach ja, wo? Aber Eternal Couple. Also wir haben ja schon mal geheiratet, aber in Hamburg. Und dann haben wir auf Hawaii geheiratet, 2008 nochmal geheiratet. Mhm. Und dann auf Big Island im Kloster bei uns. Also die Popsonim hat uns als Eternal Couple verheiratet, aber noch mit anderen Paaren zusammen. Also wir waren 32 Paare. Ja, wir waren 32 Paare und dann, sind alle Eternal Couple geworden, also ewige Paare. Mhm. Das heißt, man trifft sich Leben nach Leben nach Leben nach Leben wieder und ist immer wieder ein Paar. Mhm. Ja, schön. Ja, das war auch richtig schön. War auch richtig schön. Sind wir so mit, wie war denn das? Ja, genau, die Männer haben alle dann beim Tempel gewartet, in Anzügen, und die Frauen alle in weißen Hochzeitskleidern oder auch koreanischen Kleidern sind dann hinter so einem
Special Golf Car von The Popsonim hinterher gegangen mit hawaiianischer Hochzeitsmusik von diesem Don Ho, wie der heißt. Der hat, singt so ein Hochzeitslied, ne? Da sind alle Frauen dann hinterher gegangen und ja, das war auch eine mega Feier. Auch alle mit so einem Blumenkranz hier, ne? Mhm. Männer mit dem Lee. War schön. Ja. Ja. Genau. Welche nächsten Projekte hast du eigentlich? Ich habe jetzt vor kurzem einiges von meiner To-Do-Liste abgehakt. Das fühlt sich ganz gut an jetzt. Also ein großes Projekt war die CD mit Charlie. Und das war ein stressiges Projekt aufgrund der Zeit, weil wir es gerne bei dem Festival letztes Wochenende präsentieren wollten. Hat aber alles funktioniert. Ein Projekt von mir war jetzt, dass ich nicht nur persönlichen Unterricht anbiete, sondern auch eine Plattform gestalte. Was heißt das? Das bedeutet, du würdest dir einen Zugang kostenpflichtig erwerben bei mir auf der Website. Und da habe ich im Stand jetzt über 70 Lehrvideos hochgefahren, wo du quasi ohne Lehrer oder nur mit meinen Videos dann Ukulele spielen lernen kannst. Ah ja, okay. Ja. Ist ganz klar, ist natürlich nicht das gleiche wie 1:1 Unterricht, ist ganz klar. Aber ich habe, glaube ich, ganz gut einen Ablauf von Beginner bis Fortgeschrittenen wiedergegeben, wo du wirklich mit diesem auch Bezug auf diese 12 Wochen, du kaufst ja einen 3-Monats-Zugang und in dieser Zeit kannst du dann da die Videos frei nutzen und dir so das alles selber beibringen. Ja, das ist auch gut. Klar, das ist auch gut, aber so direkt ist natürlich noch mal besser. Ja, aber klar, das ist natürlich direkt auch gut. Ja, direkt ist besser. Ja, das hat sehr viel Zeit gefressen, aber ist auch abgeschlossen. Und weitere Projekte sind, ja, wir denken tatsächlich über eine örtliche Veränderung nach. Ja. Jetzt nichts Berufliches, aber das gehört zu meiner visuellen Map, dass ich einfach meinen Job ganz normal weitermache. Und das war ja auch immer so ein bisschen der Hintergedanke, ey, Online-Job, geil, bin ich unabhängig, egal wo ich sitze, es ändert sich ja, nicht. Ja, das ist mega. Das ist für mich persönlich eine ganz, ganz große Freiheit. Ja, total. Ja. Und wir suchen dann tatsächlich einen Ort, wo es, kann ich sagen, schöner ist als hier. Ja, wo es schöner ist als hier. Wo mit von Temperaturen her und auch ein bisschen Wasser vor der Tür, dass man einfach so ein bisschen pendelt. Das ist das nächste Projekt, was ich habe. Und ich habe ein Buch geschrieben. Der zweite Teil steht auch aus. Du hast ein Buch geschrieben? Das weiß ich auch nicht. Also ein Ukulelenbuch. Ja, auch mega. Ja. Da würde ich gerne noch einen zweiten Teil schreiben. Und da ist noch ein bisschen, ich bin, habe gerade das Inhaltsverzeichnis beendet, also der hat noch ein bisschen was vor mir. Ich dachte, du hast einen Roman geschrieben. Ja, nein. Der Ukulele-Lehrer. Genau. Nee, ja, so viel Ruhe möchte ich gerne mal haben, ja. Dass ich sowas machen kann. Nee, also auch ein Lehrbuch. Ja. Ja, das was ich eben angespielt hatte, das war ja so eine bestimmte Technik. Ja. Die Melodien in die Akkorde steckst. Und über diese Technik geht das Buch. Worauf sollte man eigentlich beim Kauf einer Ukulele achten, wenn man sich überlegt, eine zu kaufen? Also, ich finde, Ukulele kaufen ist immer so ein bisschen wie, kennst du den Zauberstab bei Harry Potter? Ja. Ich finde, die Ukulele sucht sich so den Spieler aus. Das ist ganz wichtig, dass du wirklich irgendwo hingehst, wo du dann auch mal 5, 6 in die Hand nehmen kannst. Und dann einfach die wirklich am besten zu dir passt. Ich kann dir gar nicht sagen, was das ist. Das merkt jeder. Und ich bin jetzt kein Freund von Ukulelen für 100, 200 Euro, diese typischen Touristen-Ukulelen. Ne? Um einen schönen Klang zu haben, darf das ruhig ein bisschen mehr kosten. Ne? Aber du musst dich einfach wohlfühlen damit. Und wenn du die in die Hand nimmst und du hast diesen gewissen Klang und du magst den Klang, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Weil es gibt halt auch ganz viele Instrumente, wo der Klang wirklich einfach nichts ist. Ne? Und mit sowas würde ich gar nicht erst anfangen. Mhm. Ja, weil dann ist es auch
Dann bringt es auch echt keinen Spaß. Ja, genau. Wenn das Instrument einfach blöd klingt, dann denkt man auch irgendwann, hey, das liegt an mir, ich kriege das gar nicht hin. Warum klingt das so blöd bei mir? Nee, vielleicht liegt es gar nicht an dir. Also es war halt einfach eine günstige Massenproduktion, die man so kriegt. Bei Lidl gab es hier letztens auch. Ne? Ja? Sowas, ja. 15 Euro Ukulele, war ruckzuck ausverkauft, dachte ich schon, oh Gott. Das sind so diese Klassiker. Mhm. Naja, gut, für Kinder und so ist es erstmal ganz witzig, so ja, zum drauf rumklimpern, ne? Genau, das ist völlig in Ordnung, ja. 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 Ja, aber ansonsten einfach wohlfühlen damit. Ja. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Größen von Sopran, Konzert, Tenor. Und ja, bei mir war es jetzt halt eine Tenor von der Größe her. Und aufgrund der Größe, aufgrund des größeren Bodies kommt natürlich dann auch ein bisschen mehr Sound raus, bessere Klangentwicklung. Ne? Und aber auch das ist alles Geschmackssache. Jetzt im Allgäu habe ich auch mit einem, mit dem ich schon länger Videos mache, habe ich auch zum ersten Mal live gesehen. Er spielt nur diese ganz kleinen Sopran-Dinge und großartig, wie er das macht, ist überhaupt nicht mein Ding. Zum Beispiel. Ja, und so gehen die Geschmäcker einfach auseinander. Mm, mm. Ja, ich liebe auch diese kleinen. Also ich habe ja auch noch eine größere. Der Klang ist auch wirklich super, aber da geht der Klang schon ein bisschen mehr auch in Richtung Gitarre, finde ich. Bei einer größeren. Diese kleinen, finde ich, die Sopran-Ukulelen, ich finde, die haben diesen typischen hawaiianischen Sound. Ja, wie fandest du das bei meiner jetzt zum Beispiel? Ja, da schon richtig gut. Also anders. Die Gitarren? Wie eine Ukulele schon. Das ist nämlich... Also eine typisch hawaiianische. Genau, das ist nämlich Ukulele. Genau das Markenzeichen von dem, der die baut auf Big Island. Ja. Weil du da, weil der in diese Größe noch dieses Hawaii-Feeling reinschafft. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber ich schaff das und ich kenne keinen vergleichbaren. Mega. Ja, das ist schon richtig toll. Also meine, die klingt ein bisschen wie eine Gitarre, die größere. Klingt toll, also klingt super auch, finde ich. Aber eben, da fehlt mir so ein bisschen so dieses Hawaii-Feeling. So ein kleines bisschen, obwohl sie auch von Hawaii ist. Ne? Mhm, verstehe ich. Ich habe ja auch noch, so zwei, drei da liegen. Und alles die gleiche Größe, aber völlig unterschiedlicher Sound. Ja. Gut, dann lese ich noch mal ein Daily Reminder vor. Mhm. Genau. Also wahrscheinlich ist dir da etwas unbekannt, aber ja, schauen wir mal. Ja. Daily Fragrance of the Lotus Flower by Jiguang de Popsenem, 7010, 19. August 2011, Lotus Buddhist Monastery. Wenn der eigene Geist leer ist, gibt es keine Unreinheit und die sechs Sinne werden auf den korrekten Weg gehen. Aber wenn der Geist viele Unreinheiten hat, werden die sechs Sinne dementsprechend funktionieren. Es ist genau wie zum Beispiel mit dem Ohr. Tatsächlich hört das Ohr nicht dem Klang zu, denn das Ohr ist nur eine Form. In Wirklichkeit ist es der Geist, der dem Klang zuhört. Ungeachtet dessen, wie wunderschön die Musik ist, wenn der Geist nicht fokussiert ist und sich diese Musik nicht anhören will, dann kann man, ganz gleich, wie weit das Ohr geöffnet ist, dieser Musik nicht zuhören. Es ist genau so, wie wenn man nie der Musik zuhört, die immerzu spielt. Warum? Weil der eigene Geist noch nicht fokussiert ist. In gleicher Weise, ganz gleich, wie kostbar die Lehre Buddhas ist, wenn man Unreinheit im Geist hat, dringt dieser kostbare Dharma nicht durch und kann vom Ohr nicht gehört werden. Vielmehr wird der kostbare Dharma als störend und lästig erlebt. Deshalb lehrt uns Sukamoni Buddha, wie man den Geist poliert und einsetzt, was bedeutet, wie man den Geist korrekt fokussiert, um seine eigene Unwissenheit zu eliminieren. Man wird dann klar und weiser und hat dadurch kein Leben voller Leiden. Stattdessen kann man auf dem Weg des wahren Glückes, Friedens und Wohlergehens gehen. Buddha wollte uns lehren und das ist der Grund, weshalb er uns jeden Tag diese kostbare Lehre gibt.
Ferner, wenn Sie klar sein wollen, eliminieren Sie zuerst die drei Gifte, welche, wie Sie wissen, Gier und Begierde, Wut und Unwissenheit sind. Um sie zu eliminieren, muss man sich auf das Mantra konzentrieren und dann, während Sie das Mantra wiederholen, versuchen Sie, Ihrem eigenen Klang zuzuhören, der dieses Mantra wiederholt. Namo Kwanse Ombusal, Namo Soka Munibul, Chongak Mepopyon Bakyong. Dieses kostbare Mantra beinhaltet den ganzen Schatz und die ganze Klarheit und sein ultimativer Zweck ist es, Ihnen zu helfen, selbst Buddha zu Buddha und Bodhisattva zu werden. Vielen Dank, der Popsanam. Ja. Was fällt dir ein zu dem Ohr? Ja. Mit dem Klang. Ja, es geht ja wieder im Vergleich zu dem anderen geht es ja eigentlich wieder um auch einen gewissen Fokus. Ja. Ja, den man sich gibt und dass man, wenn man klanglich zum Beispiel irgendwas aufnimmt, heißt das noch lange nicht vielleicht, dass es wirklich da ist, wirklich angekommen ist. Und ohne diesen bestimmten Fokus, den man sich gibt, selber macht oder diese eigene Konzentration, dieses Zielgerichtete, dass man ohne dieses eigentlich keinen Schritt weiterkommt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die man auf alles eigentlich übertragen sollte. Das stimmt. Das stimmt. Das ist selbst bei einer Massage ist es so, wenn du den Fokus nicht hast als Behandler, dann fühlt sich das für den, da liegt, nicht so schön an. Mhm, genau. Und so ist es bei der Musik ja auch, ne? Und du kannst sie eben anscheinend wirklich nur wahrnehmen, wenn du wirklich den Fokus darauf setzt. Dann dringt es wirklich ein, ne? Dann hörst du es wirklich, ne? Und das ist nicht nur so irgendwie so nebenbei, ne? Mhm. Genau. Ja, spannend. Würdest du sagen, dass du ein glücklicher Mensch bist? Ja, das würde ich sagen, ja. Also ich bin von Natur aus ein ungeduldiger Mensch. Mhm. Ich bin momentan das perfekte Beispiel für jemanden, der keine innere Ruhe hat. Echt? Ja. Merkt man gar nicht. Doch, es ist tatsächlich so. Also wir wohnen hier gut. Ich habe eine tolle Frau, tolle Kinder, alles in Ordnung. Ich habe beruflich habe ich das zumindest einen Step gut erreichen können, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht. Ich hatte seitdem ich das mache Vollzeit keinen einzigen Tag, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock auf Arbeit oder so. Keinen einzigen Tag. So schön. Und das ist so gut. Ne? Ja, das ist so schön. So gut. Also da, da werden wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt schnaufen und denken, schon mal ein guter Ja, aber Schritt. Das kann ja nur inspirierend sein. Das kann ja nur inspirieren, mal drüber nachzudenken, ob es nicht noch etwas gibt, was Freude macht, womit man auch Geld verdienen kann. Ne? Ja. Und man leben kann. Weil eigentlich die Freude ist ja eigentlich immer der Weg. Ne? Die genau. zeigt dir eigentlich, wo es für einen längst geht. Ne? Genau. Freude eigentlich. Richtig. Und ich habe halt über zig Jahre lang einfach dieses Gefühl so richtig in mir gesammelt, dass ich so viele Sachen machen muss, wo ich keine Lust drauf habe. Mhm. Und auch wenn ich meinen Job damals hatte, der war auch völlig in Ordnung, der Job. Und bezahlt und alles ist okay. Aber wenn dich das selber nicht erfüllt, dann bist du so dieser typische Nörgler. Ja, und du drehst dich dann, du bist dann in diesem Hamsterrad und du kannst nörgeln, wie du willst, und du nörgelst nur von Tag zu Tag. Und das ist, das werden auch ganz, ganz viele kennen. Und ich habe dann einfach sehr früh für mich entschieden, also auch wenn es jetzt noch nicht klappt, das muss definitiv irgendwann passieren, dass ich da rauskomme. Ja. Und ich hab das schon immer gehasst, wenn du die Woche beginnst und dich am Montag schon auf Freitag freust. Ja. Die Sachen, was soll denn das? Das ist doch Montag bis Freitag, das sind ja. 5 Tage. Das, ja. Das höre ich auch öfter mal. Oder auch wenn man irgendwo unterwegs ist. Ach, ich denke, es ist schon Wochenende.
Ja, was ist denn mit der Zeit? Diese 5 Tage, Ja. die du nörgelst, Ja. das sind Ja, fünf ja. Tage Lebensverschwendung. Ja. Einfach, gell? Ja. Ich sage ja jetzt auch nicht, dass ich jeden Tag hier was Weltbewegendes mache, natürlich, gell? Aber Naja, doch, du machst Leuten eine unheimliche Freude einfach, ja. indem du ihnen dazu hilfst, wie sie sich eine Freude machen können. Ja, und das ist auch das erste Mal, dass ich einen Beruf ausübe oder eine Berufung, kann man ja schon sagen, wo ich Feedback bekomme. Also positives Feedback. Ja. Negatives Feedback habe ich oft genug bekommen im Leben. Und jetzt ist es positives Feedback und nur diese, allein schon so eine kleine Sache, wenn du jetzt sagst, ach Kelly, jetzt habe ich es Kraft. Ist das schon cool für mich. Und da habe ich einfach so ein Gefühl, dass ich irgendwas dazu beitrage, dass Menschen einfach einen gewissen Prozess machen. Und das habe ich in meinem Beruf nie gehabt. Ich habe damals immer so einen Papierstapel neben mir liegen gehabt, der war am Ende der Woche weg und am Montag war er wieder da. Ich wusste aber, wo kam der her? Und das ist einfach, das war nichts für mich einfach persönlich. Mega. Ja. Und Ja. ja, in der Beziehung kann ich wirklich sagen, also das alles gut und das kann mich auch glücklich machen. Um die Sache komplett abzurunden, fehlen hier noch so 2, 3 Steps, wo aber auch nicht die Hoffnung oder der Plan war, dass das jetzt schon verwirklicht ist. Ja. Es läuft. Das ist noch das Ende meines Ziels. Mega, richtig schön. Und was ich mit ungeduldiger Mensch meinte, und ist einfach, dass ich muss mich natürlich selber so ein bisschen bremsen. Wenn ich ein Ziel habe oder eine gute Idee, dann habe ich das so gerne auch. Dann starte ich gerne sofort damit und habe es auch gerne sofort erledigt. Ja, Was natürlich totaler naja. Blödsinn ist. Ja. Ja, Aber gut, es gibt kurzfristige Ziele und langfristige Ziele, ne? genau, richtig. Ich habe langfristige Ziele, die ich gerne kurzfristig erledigen würde. Das passt immer nicht so zusammen. Aber man kann daraus lernen, dass man diese Ungeduld in Energie einfach bündelt und so einfach längere Ausdauer hat, um das alles zu erreichen. Und erfahrungsgemäß war es bei mir immer so, was ich mir eingestehen muss, ist alles, was funktioniert hat bei mir im Leben, habe ich nebenbei oder mit Ruhe gemacht. Naja. Auch die Musikschule lief ja immer nebenbei bei mir. Und ohne das, ich hatte den Wunsch, das Vollzeit zu machen, aber ich habe jetzt nie gesagt, ich muss jetzt sofort powern, damit das funktioniert. Hat sich so Ja, entwickelt. dann. Ja. Ja, dann kommen wir langsam dem Ende entgegen. Ich blende mal kurz nochmal dieses hier ein von dir. Das ist auch so ein, ne? Damit kann man das ja auch im Internet finden. Genau. Deine Schule, kleine Werbung für dich. Ja, unter den Namen oder Kostenlos. mein Leben. Ja, wir werden sehen, ich mach kommt. Hier nochmal ein kleines schönes Bildchen von dir. Ja, das ist das Werbezettelchen für diese Tutorial-Plattform. Und dieser Kimo Hasse, der da drauf steht, weil da steht ja inklusive den Kimo Hasse-Style. Ja, ach so, ja, genau, was ist das eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Also Kimo Hasse ich finde es immer witzig, dass es sowas überhaupt gibt, ist der Präsident des Ukulelenverbandes auf Hawaii. Okay. Gibt's dann Und Verband? ja, Okay. und der hat diesen Stil, den ich eben gespielt hatte, quasi erfunden einfach. Ne? Und er praktiziert ihn eigentlich nur. Und durch ihn bin ich eigentlich auch nur zum Ukulelenspielen gekommen, weil ich hatte früher immer nur, ich hatte vor, ich glaube, 6, 7 Jahren schon mal eine Ukulele zu Hause, hat mich aber nicht interessiert, das Ding, weil ich habe immer nur Leute gesehen, die versucht haben, Gitarre da drauf zu spielen. Und das hat mich nicht Ja. gecatcht, da habe ich gedacht, ich Nee. muss bei meiner Gitarre Richtig. bleiben. Ja. Richtig. Und dann habe ich den Kimo gesehen und das war das erste Mal, dass ich einen Stil gesehen habe, wo ich gedacht habe, geil, das ist für mich Ukulele spielen. Und ich musste den Stil gar nicht lernen. Ich habe das wie so eine Fremdsprache, die du gut findest, einfach aufgesaugt. Konnte das irgendwie sofort. Und dann dachte Toll. ich, ja, das ist mein Ding. Ja, hast du wahrscheinlich schon in einem anderen Leben gemacht.
Fällt es dir jetzt so leicht. Und Kimo habe ich dann halt auch getroffen auf Hawaii. Genau, den hast du wahrscheinlich dann wieder getroffen. Wieder getroffen, genau. Und hatte auch online mit ihm auch Kontakt. Und war auch schön, mir dann mal so bestätigen zu lassen, ja, das ist gut, was ich mache. Ja. Und noch mehr Werbung. Ich habe schon eine andere CD aufgenommen. A Tribute to Kimo Hasse. Ja, das habe ich neulich gesehen. Das ist ja nicht die erste CD, die du herausgebracht hast, ne? Genau, das ist die dritte. Wow. Eine ist A Tribute to Kimo Hasse, kann man auf meiner Website nachlesen, wo ich wirklich seine Songs, seinen Stil mit so ein bisschen Eigeninterpretation nachspiele. Und eine Idee, die ich ganz putzig fand. Ich habe eine Ukulele Christmas Songs aufgenommen. Ja, echt? Um ein bisschen Hawaii-Weihnachtsstimmung nach Deutschland zu bringen. Ist auch immer gut. Das ist auch immer gut. Ja, wo ich dann einfach, 7 Songs sind, glaube ich, drauf. Ja, ich glaube 7. Einfach ein paar klassische Weihnachtslieder instrumental auf der Ukulele spiele. Und ich habe, bevor du fragst, ich habe bewusst Last Christmas mit draufgenommen. Einfach weil es viele Leute gibt, die das Lied nervt. Und ich habe von jedem gehört, das Lied nervt mich total, aber deine Version ist cool. Echt? So, die muss ich mir mal anhören, die CD. Und das wollte ich erreichen, ja. Sehr schön, super. Mega. Genau, Website. Kannst du die nochmal kurz sagen, bitte? Ja, das ist www.ukulele-in-12-wochen.de. Also, wer dich finden will, der findet dich. Genau. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ist super, dass das geklappt hat, dass du das gemacht hast. Ja, klar. Finde ich sehr, sehr schön. Und wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag. Wünsche ich dir auch. Und dann sehen wir uns am nächsten Montag wieder. Genau. Üben nicht vergessen. Nee, üben nicht vergessen. Okay, danke. Und viele Grüße an deine Frau. Mach ich. Ne? Alles klar. Dann hören wir. Tschüss. Aloha. Aloha.